Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Anno 1800 Let's Play. Wir sind zurück an alter Wirkungsstätte und werden uns hier mal wieder ein wenig umgucken. Dr. Pierre Dupont, der Pionier, schaut auch schon vorbei und wir sehen hier zudem auch, dass wir hier jede Menge Häuser haben, die im upgradebaren Zustand hier auf ihre Aufwertung warten. Und das wird auch so ein bisschen das Tagesziel sein, hier wieder ein bisschen weiterzumachen mit der Aufwertung. Wir machen jetzt noch hier die Dreifachgeschwindigkeit hinein und schauen dann einmal, wir haben jetzt hier noch eine Zigarrenlücke. Das heißt, wir müssen eigentlich mal schauen, dass wir mit ganz viel Mut zur Lückenschließung hier eine Lösung finden können für unser Zigarrenproblem. Wir hatten jetzt hier bisher eine einzige Zigarrenherstellungsmaschinerie, die befindet sich hier auf Lu User. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir hier noch ein bisschen mehr uns anlachen, denn wir brauchen dringend mehr Zigarren für unser kleines, bescheidenes Weltreich. Da werden wir mal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen die Produktion hochschieben können. Wir haben ja hier immerhin noch 2300 Zigarren auf Lager. Das heißt, so ganz ausgeschöpft wird das Ganze hier irgendwie auch nicht. Und dann gucken wir mal hier. Hier müssen wir einmal rumkommen, wa? Hier müssen wir einmal rumkommen und müssen noch ein Museum machen. Ganz, ganz wichtig. Nicht ein Museum, einen botanischen Garten, pardon. Damit wir hier auch noch unsere Kaffeeplantage ein bisschen aufwerten können. Uno, dos, tres und die Augusta 4, die packen wir jetzt hier auf die Zigarrenroute, mit der wir hier also ein bisschen das Ganze nochmal verbessern, hier ein bisschen den Output auch nochmal erhöhen. Dann haben wir hier auch nochmal die Schokoholikerin, die vorbeischaut. Einen Papst und dann gucken wir mal hier weiterhin in der alten Welt, dass wir hier auch immer noch ein bisschen Upgrade-Party machen. Vielleicht machen wir einfach da oben die Ecke erstmal voll und machen dann einfach Ecke für Ecke für Ecke. Und da haben wir noch eine MacIver. Also auch die Besucherfrequenz ist mittlerweile auf einem angenehmen Niveau. Und hier packen wir noch das wunderschöne, wunderbare Anden-Set hinein, mit dem wir hier also nochmal 25% mehr Produktion hier auf unsere Kaffeefarmen bekommen. Und damit läuft das Ganze hier auch richtig rund und wir haben auch wieder eine maximale Kaffeeproduktion. Was wir hier jetzt auch neu haben, ist natürlich die Tabaknebenproduktion. Und auch da müssen wir gucken, dass wir die also hier abgreifen und nach Möglichkeit entweder hierhin oder auf eine neue Tabakinsel bringen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe mir aber auch nochmal einen Malching. Das ist sehr schön. Und jede Menge Schiffe. Und diese Schiffe, die müssen wir jetzt langsam auch mal fit machen. Da müssen wir klar Schiff machen bei den Schiffen. Damit wir hier auch unsere neue Flotte so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und damit kann ich dann eventuell auch die Zigarrenproduktion einfach nur mit einer besseren Routenordnung auch wieder zum Laufen bringen. Vielleicht muss ich da gar nicht nochmal eine neue Insel starten. Und das wäre wirklich schön, wenn man das Ganze einfach mit den bestehenden Mitteln machen kann. Meistens ist es ja so, dass man schon genug Produktion hat, aber die Routen einfach nicht genug feinjustiert sind. Und dann schauen wir mal V3. V3, wo packen wir den drauf? Wir haben jetzt hier 8 Schiffe, die ankommen. Und von dort aus geht es weiter nach Crown Falls. Das heißt, wir können auch hier gucken, Crown Falls. Crown Falls bringt wiederum Zigarren nach Inve. Und Inve kann hier aber noch viel, viel mehr Zigarren abholen. Das heißt, wir schöpfen hier schon auch nochmal mehr Zigarren aus, die hier weiter verschifft werden. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein zweites Schiff draufpacken. V3, wo bist du? Da bist du. Dann haben wir hier 2 Schiffe und Inve müsste damit jetzt viel mehr Zigarren bekommen. Und das wiederum sollte eigentlich ausreichen, als dass wir dann von hier aus auch wieder eine Weiterleitungsroute für Zigarren haben, die läuft. Gucken wir mal, ob hier noch Zigarren draus sind. Ja, gerade so eben. Also das ist schon sehr knapp. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir jetzt mal gucken.
Okay, und wir sind auch schon wieder unter den 500.000. Woran liegt das? Hier ist Vollversorgung. Hier ist Vollversorgung. Dann fehlen hier Zigarren. Okay. Das heißt, wir brauchen da einfach noch ein paar mehr Schiffe auf diesem ganzen Konstrukt. Also einmal mehr Schiffe, die Zigarren von der neuen in die alte Welt bringen. Dann nochmal mehr Schiffe, die das Ganze zum Cup bringen. Und dann auch nochmal mehr Schiffe in der Zwischenroute hier in der alten Welt. Also erhöhen wir einfach überall die Schiffe um 1 und sollten damit dann die Zigarrenrouten halbwegs gefixt haben. Gucken wir mal. Hier bräuchten wir jetzt noch Schiffs-Items, also optimalerweise nochmal eine Salima oder eine Händlerin, mit der wir das Ganze hier ein bisschen abdecken können. Schauen wir mal. Da haben wir nochmal eine Händlerin. Und hier nochmal Besucher, sehr schön. Also auch die Besucherfrequenz, die gefällt mir mittlerweile richtig gut. Wir haben hier Schlag auf Schlag einfach einen Besucher nach dem anderen. Und auch hier kann ich nochmal fertig upgraden. Die ganze Ecke ist dicht. Das ist sehr schön. Und hier haben wir irgendwo noch Probleme mit der Versorgung. Gucken wir mal. Aber mit der Artois geht das eigentlich ganz gut. Mit der werten Dame. Und hier haben wir auch nochmal Besucher. Ataklesowski nehmen wir natürlich mit. Den brauchen wir immer. Und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal ein Schiff frei machen. Das heißt, ich nehme hier einfach alle Items raus. Und packe dann Pocahontas 2 hier nochmal. Na, vielleicht machen wir hier noch ein Schiff drauf, Pocahontas. So, da muss ich immer an ein Lied der Populärkultur denken, wenn ich Pocahontas höre. Da sieht man auch mal, wie man geprägt wird. Je nachdem, wann man wo und wie Radio gehört hat. Yo, Salima, wo bist du? Wo bist du? Ich suche dich. Salima, please call me. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Da hätte ich aber auch mehr erwartet, Salima. Hör mal. Kannst doch mal ruhig vorbeigucken jetzt hier. Eventuell muss ich die auch irgendwo mal auf Vorrat kaufen, aber da haben wir sie doch schon. Ave Maria 5. Kann jetzt mal schauen, dass wir also hier... Moment, hier können wir nochmal eine Weiterleitungsroute machen, Ave Maria 5. Dass wir da auch nochmal ein paar mehr Zigarren weiterschippern. Das Limit setzen wir noch weiter runter, dass hier noch mehr abgeholt werden kann. Okay. Und wir brauchen aber noch mehr Schiffe. Derweil brauchen wir noch ein paar weniger Schlachtkreuzer. Anschließend 2 können wir jetzt hier auch noch draufhauen. Gucken wir mal. Ja, wobei, das läuft ja jetzt. Mache ich hier nochmal trotzdem nochmal ein Schiff drauf. Wenn man jetzt die Frequenz überall erhöht. Und dann müssen wir hier schauen, dass die Produktion noch hinterherkommt. Schaut aber gut aus. Schaut wirklich gut aus. Warte mal, ist das schon ein optimales Item? Das ist noch kein optimales Item. Also hier kann man mindestens eine Druckerpresse noch reinhauen. Mindestens. Moment. Ja, wobei. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt hier? 43. Weil vielleicht könnte man hier auch nochmal ein zweites Layout reinbauen. Wäre denkbar. Könnte Sinn ergeben. Jetzt mache ich hier erstmal noch ein bisschen Couchsurfing. Und dann verschieben wir das Ganze um 1. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann hier auch die Polizei- und Feuerwehrabdeckung haben. Und dann machen wir hier einfach noch ein bisschen die Ecken zu. Okay.
So rum. Und dann machen wir auch hier nochmal die Ecke zu. Das schaut gut aus. Da haben wir nochmal einen Besucher. Hallo. Fenja, nehmen wir mit. Eine Ursula Green brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen aber ein längst überfälliges Holzlayout. Ich traue mich immer noch nicht, das in Angriff zu nehmen. Aber wir werden es brauchen. Und hier machen wir noch die Datois hoch. Wunderbar. Oder mithilfe der Datois graden wir hier werte Bürger hoch. Und auch hier nochmal die Upgrade-Party. Und auch hier können wir nochmal eine Upgrade-Party starten. Dann passt die Ecke schon einmal noch ein wenig besser. Da haben wir noch den Feuerwehrchef. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier mit den Zigarren aussieht. Wobei es wahrscheinlich noch zu früh ist. Das muss sich ja noch ein bisschen einpendeln. Aber soweit schaut das schon besser aus. Also wir haben jetzt auch einen deutlichen Zigarrenüberschuss. Ich mache aber hier noch das Limit ein bisschen niedriger. Damit ich noch ein bisschen mehr Luft habe. Dass da einfach noch ein bisschen mehr raus kann. Okay, und hier können wir... Hier können wir relativ sauber abschließen, das Ganze. Da fehlt jetzt noch eine Farm. Und dann ist hier unten Schicht im Schacht. Wunderbar. Dann brauche ich noch mehr Bauern. Das heißt, wir holen uns hier einfach noch ein paar Bauern zurück. Wunderbar. Hier haben wir jetzt nochmal einen Besucher, die Fenja. Sehr schön, immer rein. Und es fehlen... Oh, es fehlen Ziegelsteine. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Hallo? Okay. Und dann brauchen wir noch mehr Schiffe. Ich brauche noch viel mehr Schiffe. Machen wir mal. Mal vielleicht 20. Gucken mal, dass das reicht. Dann haben wir noch die Nase. Die Nase brauchst du halt wirklich nur, wenn du noch Besucher willst, die nicht im Lootpool sind von den Spezialisten. Den Spezialisten-Lootpool, wie gesagt, einfach einsehbar über den Asset Viewer. Ja, das brauchst du wirklich nur explizit. Oh, hier brauchen wir noch Kultur-Items. Hier brauchen wir noch dringend Kultur-Items. Das heißt, wir müssen hier mal gucken. Hier können wir noch ein Malching und andere diverse Kraftwerks-Items reinhauen. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze noch auf den aktuellen Stand bringen. Hier kommt noch eine Fenja hin. Da kommt auch noch eine Fenja hin. Auch hier kommt nochmal eine Fenja hin. Dann haben wir hier gleich mal direkt einen ganzen Haufen Verbesserungen. Okay. Wie schaut es hier unten aus? So viele nicht verbesserte Kraftwerke. Da fehlt noch ein Magnetiker. Hier fehlt ein ganzer Haufen Fenjas, fällt mir gerade auf. Aber wirklich ein ganzer Haufen. Und hier fehlen auch ein ganzer Haufen Items. Also diese Insel, da fehlt noch so einiges. Hier fehlt zum Beispiel noch eine Straßenverbindung. Gucken wir mal, haben auch wirklich alle Rathäuser eine Straßenverbindung? Nee, das hier zum Beispiel auch nicht. Weil wenn ich jetzt keine Straßenverbindung habe, habe ich zum Beispiel auch nicht den Bonus vom Palast. Und das ist natürlich dann schon doof. Oder kostet einen halt auch sehr viel, wenn man diesen Bonus nicht hat. Müssen aber wirklich noch ein bisschen Items farmen, also das dauert noch. Hier fehlt zum Beispiel auch noch die arktische Tundra. Das heißt, hier brauchen wir noch den Elch. Mal gucken, was wir den noch bekommen. Also es fehlt im Moment an allen Ecken und Enden an Items, um den nächsten Umstieg zu schaffen in die nächste Phase. Und das läutet schon so langsam das End-Endgame ein, wo man dann im Endeffekt fast nur noch mit Items hantiert, während man halt die großen Städte hochzieht.
Und das ist nicht ohne. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Gucken wir mal. Wir brauchen halt auch eine unfassbar rohe Menge an Rathaus-Items. Das musst du auch erstmal alles herkriegen irgendwo. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Moment. Habe ich hier noch irgendwo Schiffe, Inseln ohne Thomasina? Oder wie sehe ich das? Habe ich hier schon einen Palast drauf gebaut? Nee, ne? Also auch da müssen wir noch nachbessern. Wir haben hier jetzt ganz viele bestehende Inseln, die einfach nicht auf Vordermann sind. Nicht auf Vordermann gebracht. Da müssen wir jetzt schon mal gucken. Das geht nämlich so natürlich nicht. Und dann machen wir auch hier nochmal Upgrade-Party. Dann wird hier die Ecke langsam fertig. Auch dieses Layout ist fertig. Dann kann ich hier mit den beiden Items weitermachen. Und dann brauchen wir hier noch Ziegel. Aber so langsam müssten sich dann hier die Zigarten einpendeln. Das ist auch so. Sehr schön. Dadurch, dass sich hier die Zigarten einpendeln, kann ich diese dann auch noch ein weiteres Mal weiterleiten. Das heißt, alles, was hier über 900 Zigarren ist, kommt dann auch hier rüber in unsere neue Investoreninsel. Und damit haben wir die Zigarrenrouten gefixt. Und damit auch unser Episodenziel so ein bisschen erreicht. Unser Etappenziel. Unser Zwischenetappenziel. Und da müssen wir einfach mal gucken, was wir hier noch so machen können. Und da geht es vor allem hier darum, auch nochmal eine Route zu finden, wo wir vielleicht noch Platz haben. Wo ich dann vielleicht noch ein bisschen die überschüssigen Sachen darüber schippern kann. Meine Zigarren hier. Aber wird knapp. Hier vielleicht. Ja, sehr schön. Hier können wir noch Zigarren drüber bringen. Dann haben wir jetzt noch hier die Route genutzt. Sehr schön. Auf der Suche nach dieser war ich dann auch. Und dann packen wir uns hier noch ein bisschen Baustoffe ein. Und bauen hier noch ein Produktionsministerium. Wir haben ja hier noch Holz, ganz, ganz viel Holz für die Upgrade-Partys am Start. Und hier können wir auch nochmal upgraden. Sehr schön. Das ist doch ein absoluter Traum. Aber es fehlen halt noch sehr viele Ziegel und hier noch die Zigarren. Aber dann haben wir zumindest, was die Bedürfnisse angeht, auch schon wieder Vollversorgung. Dann geht es natürlich auch schon sehr schnell in Richtung Hochräder. Denn die Hochräder sind natürlich dann wieder die eine Sache, die hier noch fehlt. Gucken wir mal. Bauaufgabe. Was haben wir hier noch? Thomasina Langton. Sie haben an Einfluss verloren. Okay, was haben wir hier? Ich fürchte, mein Ersuch. Fotografieaufgabe, das machen wir. An Einfluss gewonnen. Schönes Leuchtturmfoto. Apropos Foto, im Moment, also wenn ihr dieses Video zeitnah schaut, das ist gerade der 29.04.2020, dann läuft ein Screenshot-Contest. Das heißt, ihr könnt, könnt bei Anno 1800 eure Screenshots von eurem Palast einreichen. Wenn euer Palast also vielleicht nicht unbedingt so aussieht wie der hier, sondern vielleicht auch ein bisschen schöner gemacht ist, ein bisschen optisch was hergibt, dann könnt ihr da gerne euren Palast zur Schau stellen. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dann auch noch ein bisschen Gaming-Gear. Also das kann ich nur empfehlen für die Schönbauer unter euch. Da einfach mal mitmachen. Und ja, vielleicht räumt ihr ja was ab. Könnt da auf jeden Fall eure Palastbauskills zur Schau stellen. Und wir brauchen hier nochmal eine Verlängerung. Dann machen wir nämlich da auch nochmal einen Flügel entlang der Schienen. Und schon sind auch alle Paläste wieder ein bisschen mit einer etwas weiteren Reichweite gesegnet. Da packen wir jetzt noch den Geschäftsmann drauf und dann würde ich eigentlich sogar noch ein paar mehr
ja, noch ein paar mehr Schiffe auf die Inselroute hier packen. Schauen wir mal, Zigarren. Ja, jetzt gehen die Zigarren deutlich runter. Dadurch, dass wir aber nach wie vor maximal Tabak und Holzfurnier haben, müssen wir hier die Produktion erhöhen. Und das heißt, da können wir jetzt endlich mal was machen, was ich eh schon länger vorhatte. Und zwar, dass wir die Holzfurnierte, die jetzt hier überschüssig produziert werden, in ein kleineres Layout mit reinbauen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Jörg von Malching, okay. Und zwar... machen wir das vielleicht mal hier rein. Und da packen wir jetzt drin. Ich habe jetzt leider gar keine Items hier. Das ist natürlich mega scheiße. Das tut mir leid, aber das ist hoch suboptimal. Gucken wir mal. Dass wir hier noch Lagerhäuser reinbauen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Dann kann ich hier noch ein paar Bauern upgraden. Und hier brauche ich natürlich auch noch mehr Häuser im Rathausradius. Und dann schaue ich mal. Sadatwa. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ursula Green. Aber im Endeffekt mache ich jetzt eine Sache, und zwar habe ich hier ganz viele Holzfurniere, die von der alten Welt ankommen. Und diese kann ich jetzt nutzen, indem ich hier eine ganz normale Zigarrenproduktion noch mit aufbaue. Und dann brauche ich hier... ach ja, und ich habe natürlich hier auch noch meine Holzbretter mit dem Elias Papadikas, und der macht natürlich auch noch Holzfurniere. Das heißt, wir haben doppelt Holzfurniere. Und die kann ich jetzt hier auch in ein normales Layout packen. Aber wir brauchen natürlich nicht desto trotz nochmal einen großen Mahlstein. Da kommen wir nicht drum herum um das Item. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das hier abholen. Ich hoffe, ich habe noch eins auf Lager. Gucken wir mal. Ja, hier haben wir noch welche. 40% Produktivität, 50% Arbeitskräfte. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Das ist mehr oder weniger unersetzlich. Und da müssen wir halt einfach mal gucken. Da müssen wir einfach mal gucken, dass das klappt. Und dass wir dann unsere Zigarrenproduktion endlich stabilisieren können mit dem Lovely Man. Und ja, das Item sollte mehr als ausreichend sein. Finde ich auch eines der besten Zigarren-Items und bekommt man eben auch hier aus der Weltausstellung. Also das kann ich nur empfehlen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Und dann machen wir hier wieder Upgrade Party. Und so langsam kommen wir dann auch über die 500.000 drüber mit Abstand. Hier machen wir jetzt weiter Wissenschaftsausstellungen. Holen uns noch ein bisschen die guten Items hier ab. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir hier vorankommen. Was haben wir hier noch? Fotografieaufgabe, okay. Sehr schön. Okay, jetzt sollten wir hier das Schiff haben. Haben wir auch. Und dann nehmen wir hier mit einmal die Torcedio Lucia. Die brauchen wir wahrscheinlich eh noch ein paar Mal. Und dann zweimal den Lovely Man. Und dann müssen wir noch gucken, ob wir irgendwas für Arbeitskräfte haben. Irgendwas, wo wir die Arbeitskraft-Anforderungen reduzieren können. Wie zum Beispiel eben den Bekonin hier. Sonst haben wir jetzt noch nicht wirklich viel. Dann schicken wir das erstmal in der Form rüber. Es ist besser als nix. Aber ich muss dringend auch mehr einkaufen hier. Bei meinem werten Kumpanen. Bei Mercier. Da muss einfach mehr geshoppt werden. Ich glaube, hier war's. Moment. So, und dann gucken wir mal. Also ihr habt es vielleicht gerade nicht gemerkt. Vielleicht nur durch einen kurzen Ruckler im Bild. Aber es hat gerade geklingelt. deswegen, genau. Aber jetzt hier leider
den zweiten unfreiwilligen Cut in 132 Folgen vom Anno 1800 Let's Play. Und das tut mir natürlich leid. Ich hoffe, man hat es nicht wirklich gemerkt. Also es ist auch nicht wirklich irgendwie viel passiert oder so. Aber ich musste kurz zur Tür. Und weiter geht's. Wir sind wieder da. Und schauen einmal, dass wir hier unser Zigarren-Item bekommen. Und gleichzeitig gucken wir mal, dass wir hier beim Hugo vielleicht noch was einkaufen. Ein Bekonin zum Beispiel, den nehme ich gerne. Aber eigentlich brauchen wir natürlich was anderes. Das machen wir noch kaputt. Eigentlich brauchen wir natürlich die Druckerpresse. Und auch dafür ist der Mercier einfach unersetzlich. Also man kann den Mercier nicht ersetzen. Der ist einfach viel zu krass. Und seiner Druckerpresse. Es ist einfach immer noch das beste Item. Und dann machen wir hier noch die Datur und das Buch rein. Hier wieder raus. Und dann kann ich hier wieder upgraden. Das ist eigentlich ein ganz simples Prinzip, aber es funktioniert nach wie vor wunderbar. Man hat eine Maximaleinwohneranzahl. Diese Einwohneranzahl reduziert man dann wieder. Und plötzlich hat man dadurch ein überfülltes Haus. Kann es einfach upgraden. Also einfach eine schöne Sache, wenn man Inseln hochzieht. Mal schauen, ob das nach eines Tages geändert wird. Im Moment funktioniert es aber wunderbar. Und dann gucken wir mal hier noch. Genau, hier wollte ich nämlich noch ein Regionalministerium errichten. Und da machen wir jetzt einfach mal Ministerium für Arbeit rein. Und packen uns hier noch ein bisschen weniger Arbeitskräfte drin. Dann kommt hier noch die Zeitung rein. Und wo sind wir? Natürlich wissen Sie, wo ist das Schiff? Hier ist das Schiff. Leider an die falsche Insel gekommen. Das muss hierher. Mit dem Mahlstein. Bruno Ironbright brauche ich jetzt gerade nicht. Ah, den Magnetiker hätte ich sogar mitnehmen können. Den hätte ich halt sogar mitnehmen können. Hier auch noch eine Bartok. Und hier haben wir einen Bartok ohne... Da haben wir einen Bartok. Ein Bartok-Layout ohne Bartok. Moment. Haben wir noch irgendwo eine Bartok? Mal suchen gehen hier. Habe ich hier irgendwo noch eine Bartok? Schaut nämlich nicht so aus. Gucken wir mal in der alten Welt. Eine Bartok fürs Theaterlayout. Die Theaterlayouts sind jetzt natürlich nicht mehr ganz so nötig, also notwendig, aber man kann sie nach wie vor bauen. Denn die Grundbesucherchance richtet sich natürlich nach wie vor nach der Attraktivität der Insel. Das heißt, es ist gar nicht mal so verkehrt. Man kann immer noch mit Attraktivität arbeiten, mit Attraktivität. Muss halt natürlich gucken, wann man die 100% Besucherchance erreicht. Mehr braucht man nämlich dann auch nicht. Mehr als 100 bringt dir halt nichts. Und dementsprechend muss man halt gucken. Aber solange man einen gewissen Grundattraktivitätswert noch braucht, ist das immer noch auf jeden Fall legitim. Und dann machen wir hier noch ein bisschen mehr Zigarren. Machen wir hier noch ein Lagerhaus rein. Und damit sollte eigentlich dann auch die Zigarrenproduktion gerettet sein. Dann haben wir in dieser Episode einfach komplett die Zigarrenversorgung nochmal sichergestellt. Und haben nochmal die Routen überarbeitet, haben nochmal die Produktion auf jeden Fall deutlich verstärkt. Und damit sollten wir dann auch hier Zigarren haben und so ist es. Und damit haben wir die Zigarrenvollversorgung erreicht. Das Ziel der Episode ist erreicht, wunderschön. Und das war's dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wahrscheinlich mit Hochräder, mal gucken. Und wir werden uns natürlich dann die Vollversorgung angucken. Aber hey, die Bedürfnisse sind soweit alle erfüllt. Das ist doch auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Und damit sollten die Investoren auch schon wieder einen Ticken glücklicher sein.
Und ja, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.